bei der Einführungsveranstaltung Geodäsie an der TU Berlin. Dann waren wir die besten Kumpels. Und dann haben wir geheiratet, dann mit 25 sind wir zusammengezogen und mit 28 haben wir geheiratet. Und das ist in Geodäsie? Vermessungswesen, aber die große, also Kommilitonen, die es zu Ende gemacht haben, die waren dann auf den Forschungsschiffen in der Antarktis und dann mit Sternen und Sonne und Alfred Wegener. Ja, sowas. Ich habe eigentlich nachher so Software für die Simulation von Erdbeben geschrieben. Und haben die Erdbeben sich mal gehalten inzwischen? Ja. Also dann rappelt es dann so ganz, ganz weit hin und rein. Genau. Ja. Na, guckt man, dreht man auf die Verbindung im Hirn? Oder? Wo bist du gelandet? Und daraufhin haben wir gesagt, du musst jetzt einen Antrag auf medizinische Rehabilitation stellen. Ersatzweise auch auf Erwerbsminderungsrenten. Und je nachdem, was dann von der Rentenversicherung dabei rauskommt, zu sagen, du machst die Reha oder du holst die Rente, musst du das annehmen. Ah, auch mit dem Fahrrad. Wenn man sich Martina. Also, du fährst auch mit dem Helm. Ja, aber nur mal hier mit dem Kram schon. Ich wäre ohne gefahren. Deinen Namen komme ich gar nicht. Man muss auch Leute nicht, man muss nicht alle kennen. Man braucht sie auch nicht mehr kennen. Ziemlich grau, ne? Ja, nur. Bei dir geht's noch, du. Der kennst du auch nicht wieder, ne? Ja. Thomas. Mein Lieber. Wie geht's dir? Hi. Oh, geht's ganz gut. Danke. Schön. Mir geht's hervorragend. Sehr schön. Ich weiß es nicht, aber ich kenne einen, ich weiß eine nette Liebe, das weiß ich auch, ich bin wirklich so schön. Ich kenne nicht mal meine Geschäftspartner. Echt? Aber nicht, mal den Schweinsteig. Ja. Cool. Auch gesagt, Conny ist auch schon 61. Ich bin Sabine. Aber geht mir immer. Ja, aber sie muss keine Angst haben, ich bin auch älter. Jo. Ich auch. Ich weiß es. Komm, lass ihn gehen. Na, geht's dir denn gut? Genau. Oh, ich hab schon gesagt, ich muss da ehrlich sein. Ich hab's schon zu meiner Frau. Conny, werde ich fragen, was ist denn der Scheiß mit Theologiestudium? Hey, habe ich mit 18 schon mal überlegt. Ja, ich weiß. Ja, das weißt du. Was machst du damit jetzt? Dann hatte mein Bruder diesen Dixermuster. Und vorhin habe ich ihn mit 17 gezweifelt. Und jetzt komme ich wieder in die Tür. Also, ja, und was machst du damit jetzt? Ich werde jetzt noch
Ich höre auf zu arbeiten. Ja, mit dem Vorhut, dann war ich. Mit dem Kompost hast du gesagt. Aber an das Kompost hätte ich nicht gesagt. Ja, ja. Ich muss aber mal rumgehen. Ja, ich habe noch nicht alle begrüßt. Ja, cool. Ich bin immer noch Architekt, aber nicht mehr selbstständig. Schon seit 15 Jahren nicht mehr. Aber passt alles. Eines auf diesem Film überhaupt nicht drauf. Eines auf diesem Film überhaupt nicht drauf. Da war Partner mit zwei Leuten. Oder sollen wir dich mal filmen? Und dann haben wir zwei gearbeitet. Aber da waren Senior-Partner dabei und wir wollten immer weitermachen. Und das war auch, dann habe ich gesagt, ich will mich nicht mehr ärgern. Ich bin nicht ausgestiegen. Und jetzt mache ich was ganz anderes. Im Prinzip jetzt bin ich auch bei Architekten. Der hat sich verändert. Bei Arbeit, ich möchte nur alleine machen. Also auch viele machen. Knapp. Du bist noch jünger, ja. Ich werde noch ein bisschen jünger, glaube ich. Wenn das so weitergeht. Doch. Wird immer besser. Möhren- und Orangensuppe? Nein, ich mag keine Suppe. Du magst keine Suppe? Nee, nicht unbedingt. Ich unbedingt erstmal. Das sind die treibende Kraft hier. Es gibt einen. Und arbeitet nebenher, sie ist Werkstudentin, ich wusste nicht glauben wo. Im Beerdigungsinstitut. Ist nicht wahr. Und er ist sie richtig gut. Weißt du, was sie am liebsten macht? Die Leichen ins Krematorium. Meine Tochter. Nee, ehrlich. Ich kann kein Blut sehen. Meine Tochter hat ein, wie heißt das hier, dieses praktische Jahr? Nee, dieses soziale Jahr? Nee. Nach dem Abi? Soziale Jahr? Nach dem Abi, genau. Nach dem Abi. Ja, ja, ja. In der Pathologie. Im UKE gemacht. Ja, so super. Und ist, fand das sensationell. Und studiert jetzt Medizin. Super. Und die wollte immer, was hat sie immer gesagt, sie wollte Forensik studieren. Habe ich immer gesagt, was, oh mein Gott, diese komischen Serien gesehen, CSI oder ja, alle ja, hübsch, tolle Ideen und so weiter. Hast du viel? Und dann war sie in der Pathologie und dann hatte sie da der Professor überredet, mach mal was Richtiges. Ja, studier mal Medizin. Das macht sie jetzt aber. Ich meine, wie kann man Pathologie studieren? Nicht studieren. Doch, hätte ich mein Medizinstudium fertig gemacht, war von vornherein klar, dass ich in die Pathologie gehe. Aber die haben da Dinger gemacht, ich meine, ich hatte keine Ahnung. Der Püsch ja auch noch, der jetzt Schädeldecken auf. Ich habe mal diesen Film mit Patrick Swayze gesehen, wo die Bankräuber sind. Brandung. Ja, genau. Ja. Und Fallschirmspringen auch noch. Die ja, ja, genau. Ja, also das tust du ja nicht, du wirst das schaffen. Hauptsache, es bringt dir Spaß. 1,80 Meter ist angesagt, das ist die Durchschnittshöhe. Das heißt, du wirst auch mal eine 3 Meter Welle haben. Ja. Wieso, Jens, nimmt denn jetzt die ganz hohen Wellen, wenn dein Sohn noch nie gefahren ist? Und nein, mach ich doch gar nicht. Ich sag nur, das war auf uns zu. Oder guckt ihr euch das erstmal an? Eine richtige Brandwelle. Naja,
ja, es fängt ja meistens erstmal klein an und dann kommt der Swell und dann kannst du dir aussuchen, wie lange du noch weitermachst oder aussteigst. Jetzt glaube ich nicht. Aber er kann ja anscheinend stehen. Weg. Das ist ein Film. Das ist ein Film. Das ist ein Film. Mit dem der Weimar. Ja. Wir haben ja diesen Hühnerstall. Aber der lebt noch mit dem Ding. 77 und 80. Jedes Wochenende. Aber das hat aus der Taubliege. Ja, aber es ist dann immer eine Glaubensfrage, oder? Ja. Das war so schwierig. Erst als der Zustand sich dann immer mehr verschlechterte, da hat er dann eingelenkt, als es dann gefährlich wurde. Also immer mehr Leute, die haben so eine... Entschuldigung, was meint ihr? Und der möchte dagegen was stellen, was sozusagen dagegen ist. Also Wollust dagegen. Dann schreibe ich nochmal die Selbstständigkeit in der Bibel. In der Herbertstraße sind jetzt Objekte zu erwerben. Stand irgendwo in der Zeitung, ne? Objekte, also hier Bau. Bauobjekte. Ich baue Objekte. In der Herbertstraße? Ja. In der Herbertstraße. Kannst du kaufen? Kenne ich nicht. Sofort. Den Kindern würde nichts passieren. Bei den Puffmüttern? Ja, bei einigen von denen. Da muss die Kirche hier ganz vorsichtig sein. So. Also da habe ich jetzt der Kirche nicht so vertraut. Dann, das ist also so. Ja, aber das darf man nicht so... Doch, das muss man so. Da gibt es einige, die schon deutlich sehr religiös sind. Aber trotzdem, das Leben hat sich auf irgendeine Bahn Scheiße. Und das auch bei den Mädchen, die als Prostituierte arbeiten, die so wunderbare Menschen das heißt, immer wenn ich in der Bibel wieder das Evangelium lese, Jesus und die Sünderin. Ja, das ist doch klar, wer die Sünderin ist. Und die Pharisäer sagen, das ist doch der Stadtsekretär, der kennt Jesus. Wäre er der Sohn Gottes, müsste er nicht wissen, was das für eine ist. Jesus sagt, nein, deshalb habe ich sie nicht mehr. Ja, genau. Heute fährt Jörg mit dem Und das ist das Bild vom letzten Mal? Ja. Aber ich glaube nicht, dass wir irgendwann das eigentlich bewegt haben. Was wird euch gesagt? Ja. Die wollte ja auch kommen, weil die Susanne ist. Ja, das ist gut. Das ist ein Restpott verhalten. Genau. Ja. Und ihre Eltern leben ja auch bei dir. Probier doch. Ja. Und wenn da drei Monate Crashkurs. Ich habe eine Nachbarin gedacht, dann geht sie ihre Treppen rauf und runter. Da wird für eigentlich alles wieder weg. Sie hat das ganz gut auf diese Weise alles im Griff. Jens, und du willst los, ne? Ja, ist soweit. Es sieht dich. Genau, die See ruft. Ich will euch nicht unterbrechen. Ja. Oberhalb von einem Jugendheim. Das hat ein Freund gesagt, oder beziehungsweise Chance von Jesus, wo wir auch gerade den Kommunikation kennen. Ja, ich finde, das ist gut gemacht. Perspektive. Ja, das stimmt. Warum nicht?
finde das total interessant. Ich fand, also ich war total erstaunt. Echt? Das wird ja auch überhäuft. Ich finde, das ist ja irgendwie gut gemacht. Hast du das schon mal gesehen? Warst du da im Schlag? Danke für dein Buch. Also ich finde, das ist... Mast und Schoderbruch. Ich hoffe, dein Mann kriegt dich noch mal rum, dass du mit aus Brot gehst. Ja, er hat ja schon ganz, er hat diese ganz kleine Jolle gekauft. Also ich kenne da so einige Kniffe, wie man Damen rumkriegt. In der ich kann mich gerne mal anrufen. Wie man Damen rumkriegt, in diesem Sinne. Ein bisschen bleiben.